bestätigen. Die Impfung ist grundsätzlich einmal ein echtes Wunder, eine echte herausragende Errungenschaft der Menschheit, der gesamten Menschheit und insbesondere auch natürlich der Menschen, die daran wirklich gearbeitet und geforscht haben, aber auch derjenigen, die jetzt die Impfung an die Menschen bringen. Und deswegen ist die Impfung grundsätzlich mal etwas sehr, sehr, sehr Positives. Ja, ich heiße Jörg Schelling, ich bin Hausarzt in Martinsried bei München und außerdem Mitglied der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen, die sich auch schon seit vielen Jahren mit dem Impfen beschäftigt. Nun, generell haben alle Impfstoffe dasselbe Wirkprinzip. Wir geben unserem Körper eine Art Erkennungsmuster oder eine Art Blaupause für etwas, was ihn potenziell bedrohen kann, eben zum Beispiel ein Virus. Und wenn dieser Virus, da gibt es das schöne Beispiel eben mit dem Tiger, wenn der ausschaut wie ein Tiger, dann spritzen wir entweder einen kleinen Babytiger, der so abgeschwächt ist, dass er da im Körper nichts mehr tun kann. Und wenn dann der große Tiger kommt, erkennt das der Mensch. Oder wir spritzen ein Stück Tigerstreifen, also so ein Stück vom Fell. Und wenn dann der ganze Tiger kommt, erkennt unser Immunsystem das auch. Oder wir spritzen sogar noch viel kleinere Teile oder einzelne Bestandteile. Bei dem mRNA-Impfstoff sind wir auf einer ganz, ganz kleinen Ebene. Wir spritzen weder einen ganzen Virus, der irgendwie abgetötet wurde, noch spritzen wir irgendeinen größeren Anteil oder Bruchstücke dieses Virus, sondern wir spritzen tatsächlich das, was die Zelle braucht, um einen Teil des Virus selber künstlich herzustellen. Sprich, wir geben der Zelle einen Bauplan, um einen Teil dieses Tigerfells selber herzustellen, an die Zelloberfläche zu kleben und dort vom Immunsystem aufgelesen zu werden. Und damit sind diese Bestandteile, die wir spritzen, mini klein und extrem empfindlich. Und die werden in der Zelle auch im Regelfall innerhalb kürzester Zeit aufgelöst, zerschnitten, zerhäckselt. In einer normalen menschlichen Zelle schwimmen teilweise Hunderttausende solcher Bestandteile herum, weil die Zelle auch Hunderttausende von Eiweißen und Stoffen ständig produzieren muss. Und das ist halt ein weiterer davon. Der wird dann in kurzer Zeit in großer Menge in der Zelle vorhanden sein. Dieser Bauplan. Die Zelle stellt dieses Eiweiß her, klebt sich den an die Oberfläche und das Immunsystem erkennt, da ist, stimmt was nicht, das merke ich mir lieber mal und bildet dagegen Antikörper. Insofern ist die Technik eigentlich eine sehr schonende und sehr effektive Technik, die es bis jetzt eben in dieser Form noch nicht so weit gab, die noch nicht so weit entwickelt werden konnte. Aber grundsätzlich einmal ist sie von der Durchführung her sinnvoll und richtig und durchaus auch einfach medizinisch erfolgversprechend, weil diese kleinen Bestandteile auch sehr, sehr schnell angepasst werden können. Wir haben in den letzten Tagen die Diskussion über diese Mutationen des Virus gehört und wissen jetzt schon aus heutigen Meldungen, dass der neue Impfstoff möglicherweise auch dagegen schützt, weil es eben wirklich ein ganz grundsätzlicher Baustein ist. Und selbst wenn das nicht mehr der Fall sein würde, würde man wahrscheinlich in wenigen Wochen diesen Baustein so anpassen können, dass er dann auch für eine eventuell veränderte Virusform wirkt. Das ist bei einem komplizierteren Impfstoff, der zum Beispiel einen ganzen Virus verwendet oder größere Teile seiner Oberfläche, wesentlich komplizierter, das entsprechend herzustellen, zu zerhäckseln, in die Lösung zu geben und so weiter. Also wir haben hier eine ganz spannende Technologie, die auch für eine Veränderung der Pandemie besten gerüstet scheint. Ich bin also wirklich überzeugt davon, dass die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe ein sinnvoller und richtiger Schritt war, der uns jetzt in der Bekämpfung der Pandemie wirklich auch helfen wird. Und dass es bei jeder Impfung, so wie auch bei einer Gürtelrose-Impfung, bei einer Tetanus-Impfung oder bei einer Grippeimpfung, auch Nebenwirkungen gibt und geben kann, ist leider selbstverständlich. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist durch das Medikament selber gegeben. Aber was wir bis jetzt wissen, ist, dass diese Nebenwirkungen ja wirklich nicht mehr sind und nicht häufiger sind als bei den anderen Impfstoffen, die wir schon kennen. Also wer schon mehrere Medikamente einnimmt, hat im Regelfall schon mehr überstanden, als ihm möglicherweise mit der Impfung bevorsteht. Natürlich werde ich mich selber auch impfen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag sehnsüchtig darauf warte. Ich füge mich wie alle anderen auch in die Abläufe ein, werde mich beim Impfzentrum regulär anmelden mit meinem ganzen Praxisteam. Aber wenn ich dann den Termin habe, dann freue ich mich drauf, dann gehe ich da gerne hin und freue mich dann auch, dass ich anschließend erstens mal selber gegen die Erkrankung geschützt bin. Aber was mir persönlich noch viel wichtiger ist, dass ich dann eben die Menschen, die ich in der Praxis betreue, bei denen ich Hausbesuche mache und mit denen ich regelmäßig zusammen bin, dass ich die dann möglicherweise nicht mehr anstecken kann. Das ist ja meine große Hoffnung. Also mir ist der Selbstschutz natürlich auch wichtig. Auch ich möchte gesund bleiben und gut durch die Zeit kommen. Aber viel wichtiger für mich ist auch der Fremdschutz, dass ich die Menschen schütze, die einfach empfindlicher sind als ich, die schwächer sind als ich und die möglicherweise wirklich an dem Virus versterben könnten. Und das ist für mich die ganz entscheidende Motivation für die Impfung.